Und Start. So, Wanna, grüß Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, neue Woche, neues Glück, neues Video, neuer Film. Ab heute, Donnerstag, 7. April, mit dem Wunderstart The Huntsman and the Ice Queen. Ein Prequel? Verstehst du wieder nicht. Verstehst du wieder nicht. Was ist denn das? Eine Vorgeschichte. Oho. Es gab ja schon... Zum Huntsman? Snow White und Huntsman. Und den der Ice Cream. Ice Cream? Du hast doch gesagt, Huntsman... Ice Queen. Ach, die Queen. Eiskönigin. Oh ja. Ja, der Kurs mit dem Werner ist auch schon an der Volkshochschule angemeldet, aber es findet sich noch kein Lehrer, der ihn begleitend zur Seite stehen will. Aber naja, gut, vielleicht können wir das auch hier über diesen Videoaufruf machen. Der Werner möchte gerne Englisch lernen. Vielleicht gibt es jemanden, der das... Ja, ich würde es nicht machen. Aber bitte. Ja, The Huntsman and the Ice Queen, eine Vorgeschichte zu dem Erfolg Snow White in The Huntsman. Diesmal geht es nicht um Schneewittchen, sondern es geht um die böse Königin, die hat eine Schwester, das ist die Ice Queen. Und die verliebt sich, wie in vielen Märchen, unsterblich, doch diese Liebe kann nicht existieren und dann kriegt sie ihren Grant und verschwindet und tut das ganze Land mit Eis übersehen und züchtet sich eine Armee von Huntsmännern. Mit dabei Chris Hemsworth als der Huntsman. Geh hier halt, ne? Als der Jäger, genau. Und ein Film für alle, die Fantasy begeistert sind. Ein wunderbarer Märchenfilm geworden, ein Fantasy-Spektakel. Für alle, weil es ist eine wunderbare Hauptdarstellerin. Es ist ein wunderbarer Hauptdarsteller, also es deckt alles ab. Männer und Frauen haben auch da was zu sehen. Liebe, Spannung, Fantasy, alles Action, alles drinnen. Was so ein Fantasy-Film braucht. Und... er ist in 3D. 3D. D, D, D. Ja. D, D. D, D, D. D. Ja. 3D. Ein zusätzliches Schmankerl, dass man diese Eiswelt da noch in 3D sehen kann. Also dieser Film ist wirklich zu empfehlen. Wir haben uns gedacht, wir verlosen diese Woche mal 2 Karten für den Film. Ja. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst dieses Video liken. Einmal liken, seid ihr in der Verlosungsaktion dabei. Jo, es gibt weitere Filme noch im Kino, die haben wir euch schon die Wochen vorher vorgestellt. Batman vs. Superman, Dirty Grandpa, The Boy, Zumania, Kung Fu Panda und in der Delikatesse diese Woche, ein wunderbarer deutscher Wirtschaftsthriller. Die dunkle Seite des Mondes mit Jürgen Prochnow, auch mal wieder im Kino. Der lief in der Sneak schon und kam gut an. Als deutscher Film, ganz hervorragend. Ganz hervorragend, also kann man wirklich empfehlen. Sehr als spannend gehalten. Super. Super, ja. Den kann man nur empfehlen, das ist immer mittwochs um 20 Uhr die Delikatessenreihe. Herzliche Einladung dazu. Aber nicht zu vergessen, Dienstag, 20 Uhr, Pflichtprogramm. Pflichtprogramm eigentlich. Die Sneak Preview. Das sieht man uns live in 3D, wenn der Werner die Schuhe noch ausziehen würde, in 8D, wenn man dann seine Käsequanke da ein bisschen riechen würde. Also es ist immer ein Erlebnis. Der Werner. Ja, ja, reden Sie nur weiter, Angeklagter. Ich bin nicht angeklagt. So sagen Sie ja zu mir immer, Entschuldigung. Genau, das ist deine Lebensweise, nicht meine. Ja. Aber ich kenne diesen Spruch halt nur so. Ja, genau. Ja, der Werner kriegt auch Strafbefehle für was er nicht gemacht hat, aber es ist egal, er lässt alles über sich ergehen. Im Hintergrund seht ihr seit geraumer Zeit immer so einen Jungen vorspitzen. Das ist der nächste große Film, der kommt ab Donnerstag 14., also nächste Woche, The Jungle Book. Das Dschungelbuch für den Werner. Ja. Mowgli ist dabei, Baloo der Bär ist dabei, er singt, er spricht, ganz klasse. Ja, ich weiß, dir gefällt sowas wieder nicht, aber mir gefällt's und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Ich hoffe auch, oder wir hoffen auch, dass euch unser Programm gefällt. Wir freuen uns drauf, wenn wir euch im Kino hier begrüßen können. Ihr könnt auch immer den Werner streicheln oder vielleicht ein Autogramm von ihm verlangen. Ja, er ist für alles offen, dafür kriegt er auch sein Geld. Er muss es machen, er macht's auch. Lässt sich anfassen? Lässt sich füttern? Na, füttern ist verboten.
Füttern ist verboten, man darf es auch nicht übertreiben. Das musst du dir erst, die Erdnüsse musst du dir erst noch verdienen. Irgendwelche so einer 3D-Brille noch auf dem Tisch liegen. Das geht so nicht. Ihr seht, wir haben Spaß im Kino. Ihr werdet es auch haben, wenn ihr ins Kino kommt. Dann war es das für diese Woche. Viel Spaß bei uns mit den Filmen, mit uns. Und bis nächsten Donnerstag. Ich schalte es jetzt aus, oder? Schalte es aus. Ich lang nicht noch. Schalte es lieber. Nee, weil wir haben eine neue Kamera. Der Banner hat die alte nämlich schon geliefert. Ich mag es lieber selber, Banner. Ja, das ganze technische Zeug. Achtung. Ich nicht aus. Und weg.